wohnt, von wem können wir lernen, wie man betet? Die Bibel ist voll von Beispielen, wie Menschen, die inspiriert wurden durch den Heiligen Geist, gebetet haben. Die Psalmen sind eine Sammlung von Gebeten verschiedener Menschen, die sich an Gott gewandt haben. Diese Gebete wurden aufgeschrieben und später in Israel gesungen, wenn sich das Volk Gottes also zusammenkam, um Gott die Ehre zu geben. Und wenn wir heute Psalmen lesen, also Gebete, so können wir uns inspirieren lassen von diesen Psalmen, von diesen Gebeten. Eines dieser Gebete ist in Psalm 130 aufgezeichnet. Lass uns das zusammen lesen. Dieser Psalm beginnt folgendes, der erste Vers, ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Aus der Tiefe der Seele rufe ich zu dir. Das ist kein oberflächliches Gebet, das man schnell vor dem Essen oder vor dem Schlafen kurz gesprochen hat, um einfach die Form abzuhalten. Sondern hier ist ein Mensch, in seinem Herzen wird etwas bewegt und er möchte aus der Tiefe seines Herzens sprechen. Zweiter Vers. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Das Wort hören bedeutet nicht nur, dass man informativ etwas aufnimmt, ja, sondern vielmehr höre meine Stimme. Das heißt, erhöre das Gebet. Ja, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Ist ja interessant, wenn Kinder zu den Eltern kommen und etwas fragen und Papa und Mama haben nicht die Aufmerksamkeit, dann versuchen sie sogar am Kleidungsstück zu zerren, Papa, Papa oder Mama. Und dann wollen sie diese Aufmerksamkeit, weil sie gehört werden wollen. Das ist ja hier das Bild. Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Lass die Ohren, das heißt nicht nur, dass du gehört hast, was ich sage, sondern vielmehr, erhöre du das Gebet. Vers 3. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Also Gott, ich weiß, du bist ein heiliger Gott. Ich bin ein sündiger Mensch und wenn du meine Sünden anrechnest, so habe ich keine Chance, dass du das Gebet erhörst. In diesen Worten steckt also Erkenntnis, ich bin ein sündiger Mensch. Kein Mensch kann von Gott in seiner Rechenschaft bestehen. Wir sind Sünder. Und deswegen, wenn wir zu Gott beten, sagt der Psalmist, rechne unsere Sünden nicht an. Das ist ja nochmal dieses Bekenntnis. Vers 4. Denn bei dir ist Vergebung, dass man dich fürchte. Wie gut ist das zu wissen, dass wir zu Gott kommen und dieser heilige Gott. Ja, er kann vergeben, wenn wir unsere Sünden bekennen. Er erneuert unsere Seele. Er nimmt die Lasten weg, die Schuld, das, was uns erdrückt. Und deswegen, bei dir ist Vergebung. Ihr Lieben, das ist so eine gute Verheißung. Bei Gott finden wir Vergebung. Ja, diesen Gott sollen wir fürchten, weil er ein heiliger Gott ist. Vor dem habe ich Ehrfurcht, weil er jeden Menschen eines Tages zur Rechenschaft führen wird. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Hoffnung ruht auf Gott. Ja? Ich setze unerschütterlich auf dieses Fundament. Alles verändert sich. Politik verändert sich, Zeiten verändern sich, Gesetze verändern sich. Aber dein Wort bleibt unerschütterlich. Ich hoffe auf dein Wort, weil du als Person niemals sich ändern wirst. Und das ist so gut. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen. Die Wächter in Israel haben ja natürlich die Stadt bewacht auf den Mauern. Und sie durften nicht einschlafen. Und natürlich haben sie sehnsüchtig auf den Morgen gewartet. Erstmal hat man eine bessere Sicht und zweitens, dann ist die Schicht zu Ende. Und diese Sehnsucht, wie ein Wächter,
auf den Morgen wartet, noch mehr wartet die Seele auf den Herrn. Also welch ein Durst, dass Gott mein Gebet erhört. Mit welcher Intensität, mit welchem Durst kommen die Menschen zu Gott. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Ihr Lieben, das ist ja eine starke Ermutigung. Wozu ruft der Psalmist Menschen in Israel auf? Vertraut auf Gott, hofft auf Gott, nicht auf den König, nicht auf unsere Waffen, sondern auf Gott, denn bei ihm ist Gnade und viel Erlösung bei ihm. Welch ermutigende Worte. Bei ihm ist nicht nur die Gerechtigkeit, sondern viel mehr Gnade. Gott ist ein gnädiger Gott und deswegen sollen wir auf den Herrn hoffen. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Interessant ist, dass nicht nur der Psalmist betet, erlöse uns von den Feinden, sondern Gott wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Welch eine tolle Verheißung an das Volk Israel, aber auch für uns. Wenn wir beten, dann dürfen wir genauso für unser Land beten. Ja, so wie die Israeliten für ihr Land beten, dürfen wir heute für unser Land, für unsere Familien beten. Und nochmal, Vers 7. Hoffe Israel auf den Herrn. Ich kann ja sagen, hofft Deutschland auf den Herrn, dass er gnädig ist, wenn wir unsere Sünden bekennen. Denn bei dem Herrn ist Gnade und viel Erlösung. Und so möchte ich dich ermutigen, dass wir lernen, von den Psalmisten von ganzem Herzen zu Gott zu rufen. Und er wird uns nach seiner Gnade erhören.